herzlich willkommen zu Dabonias Testfeld. Ich habe euch heute ein großes Paket von You Try Me mitgebracht. Das ist ein sogenannter Probiermarkt, ein Online-Shop im Internet. Ihr bezahlt einen festen Preis und könnt euch dann einige Produkte in eure Box legen, die da auf der Homepage halt aufgelistet sind. Ich gucke meistens am Handy, da sind es dann meistens 3 Seiten. Und füllt dann euer Paket damit irgendwann, da ist dann eine kleine Leiste, wird dann halt angezeigt, so ist voll. Eigentlich der Wert übersteigt immer den Preis, den ihr bezahlt. Normalerweise kostet so eine Box 30 Euro oder knapp 30 Euro, 29,90 Euro. Ich hatte jetzt noch einen 50% Gutschein, habe also knapp 15 Euro jetzt hierfür bezahlt. Also für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ist also keine klassische Mystery-Überraschungsbox in dem Sinne, sondern ja, ihr wisst halt vorher, was ihr drin habt. Aber halt auch ganz nett, um vielleicht einfach mal neue Sachen auszuprobieren, die einem gefallen könnten. Braucht man im Laden nicht unbedingt sich alles holen für den normalen UVP, sondern kann halt sagen so, okay, ich guck da mal rein. Angebot ist Beauty-Produkte, also Beauty-Kosmetik ist mit dabei, es sind Lebensmittel dabei, es sind Getränke dabei, teilweise sind Produkte für Tiere dabei, manchmal Gutscheine und so weiter und so fort. Also schon relativ breit gefächert, aber halt immer ein bisschen eingeschränkt. Wie gesagt, auf dem Handy sind es immer 3 Seiten und da kann man sich das dann halt aussuchen und dann in diese Box packen. Ansonsten Interesse an Mystery-Überraschungsboxen, gerne Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Euch kostet das gar nichts und mich freut es dann natürlich. Wir wollen jetzt aber mal gucken, was hier drin ist. Wer dem Kanal wirklich schon länger folgt oder beziehungsweise den Kanal länger abonniert hat, der kennt You Try Me vielleicht auch schon, denn ich verstecke mich mal eben hinter einem großen Karton. Ich habe die Box schon mal vorgestellt. Also ich gucke regelmäßig da rein und wenn da wirklich Produkte dabei sind, wo ich sage, so okay, für mich sind die interessant, bestelle ich sie mir hin und wieder mal. Und wie gesagt, jetzt hatte ich halt auch noch einen Gutschein mit dabei. Das lohnt sich dann natürlich immer. So, hier haben wir mal ein bisschen Werbung. Das nehme ich mal ganz kurz runter. Und auch so das erste Papier. So sieht es im Moment bei mir aus. Ich kippe die jetzt mal vorsichtig, dann kann ich sie einfach besser auspacken. Und ja, mal eben kurz gucken, wie ich es mache. So. Vorsichtig, denn ich weiß, ich habe da auch Getränke drin. Als erstes habe ich genommen, einfach weil meine Kinder die immer so toll finden. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, diese Süßigkeitenpizzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt damit gerechnet, dass das die etwas größere ist, aber Mini-Candy-Pizza. Ich habe es mir vielleicht auch nicht durchgelesen. Also wirklich ganz niedlich klein, was Süßes für meine Kinder. So, dann versuche ich einmal alles, was knistert, ein bisschen rauszunehmen und zeige euch einfach mal, was ich jetzt so bestellt habe. Und dann habt ihr ja auch schon so einen kleinen Überblick, was in dem Shop überhaupt so verfügbar ist. So, also ich habe erstmal brotmäßig ein bisschen ausgesorgt, da kommt gleich noch ein bisschen mehr, kann ich euch schon sagen. Und zwar von Harry das Eiweiß Sandwich habe ich hier. Noch kurz als Info vielleicht, also wenn ihr jetzt ein Produkt habt, so wie das zum Beispiel und sagt, oh, das hätte ich jetzt einfach gerne 5-mal da drin. Das funktioniert nicht. Also ihr könnt wirklich jedes Produkt nur einmal reinlegen und dann steht da auch, ist schon in der Box enthalten und ihr könnt also nicht irgendwas doppelt oder dreifach euch bestellen. Als nächstes von Burger ein Roggenkernig, also ein Knäckebrot. So, was haben wir denn hier? Biogener Moments. Genau, da war ich eigentlich interessiert, ob das wirklich so was bringt. Calm Down Bites, also Functional Snack, ist mit Cashewkernen, ja, und Calm Down, also so ein bisschen runterzukommen. Hier steht jetzt noch ein Code mit bei, VIP 20. Also wenn man direkt da bei der Firma bestellen möchte, kann man da noch 20% sparen. Wie gesagt, ich bin mal ja, gespannt, ob das überhaupt was bringt. Hier steht mit B-Vitaminen für Nerven und Psyche. Ob man da wirklich irgendwie, wenn man mal einen stressigen Tag hat, sagen kann, okay, jetzt komme ich ein bisschen runter. Oder ob es einfach vielleicht nur einfach lecker schmeckt. Wir schauen mal. Von Natuco Bio-Rahmsoße. Eine Tüte. Ich habe mir gedacht, kann ich immer mal gebrauchen. Dann, genau, hiervon hatte ich nämlich ganz verschiedene Sorten. Ich habe dann noch die Good Night Bites bestellt. Ja.
für die hoffentlich geruhsame Nacht. Ach, die esse ich einfach nur gerne. Und zwar von Lima Croutons. Jetzt allerdings mal Vollkorn. Gibt es ja auch verschiedene Sorten. Ich glaube mit Kräuter, Tomate, ganz normal. Die hier, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwie eine Sorte gibt. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. So. Dann habe ich das doch zweimal? Wieso habe ich das zweimal? Vielleicht mussten einfach die Reste weg. Und zwar habe ich nochmal ein Eiweiß-Sandwich. Eigentlich habe ich es auch nur einmal in meinem Warenkorb gehabt. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. 16. Ja, die sind kurz vorm Ablaufen. Vielleicht wurden deswegen einfach noch ein Produkt dazu eingepackt. Hier ist jetzt auch nicht irgendwie ein Aufkleber drauf, so Zusatzprodukt. Ich werde aber nochmal in meine Bestellung reingucken, ob das jetzt wirklich zusätzlich mit da drin gelandet ist. Also ich hatte das schon mal, da habe ich auch irgendwie mal ein Getränk mal irgendwann damit drin gehabt, zusätzlich. Aber ich schaue mal. Oder ob ich zwei verschiedene hatte und die jetzt vielleicht ein falsches mit da reingepackt haben. Das schreibe ich euch sonst aber einfach nochmal in die Kommentare. Achso, hier habe ich noch ein kleines Zettelchen. Meine Box wurde diesmal von Helja gepackt. Ich habe nochmal Knäckebrot und zwar auch Burger und Urtyp. Na, können wir ein bisschen übereinander stapeln. Von Emsan ein Kinderallergiespray. Das war wirklich, da stand mit bei, dass das zwei sind. Also das habe ich nicht doppelt bestellt, sondern das stand damit bei, dass das dann zwei sind. Da meine Tochter leider auch unter Heuschnupfen leidet und Hausstauballergie hat, habe ich mir gedacht, kann man die ja mal mitbestellen. Dann habe ich noch eine dritte Sorte von denen hier. Und zwar, welche hatte ich denn hier? Ach, Immunbites. Genau, Salted Peanut Chocolate Cream. Das sind dann eher so kleine Kissen. Jetzt muss ich wieder knistern. Also auf jeden Fall auch gut verpackt. Entsorge ich gleich. Und zwar von Red Bull The Spring Edition. Zuckerfrei Waldbeere. Habe ich einmal. Und eine Dose, da war ich interessiert, die kenne ich nämlich noch gar nicht. Weder die Marke noch sonst irgendwie was. Julie Energy. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die vielleicht schon kennt. Also ich meine, Red Bull kennt man ja und auch, dass die regelmäßig Limited Editions machen. Aber die andere kenne ich so gar nicht. Also was bei uns immer gut ankommt, das sind Nudeln. Und zwar von Fusilloni habe ich jetzt die Albronzo-Nudeln hier. Ein Paket. Ja. Ah, ich glaube, das hält nicht. Das rutscht sowieso wieder runter. Und dann noch einmal Spaghetti. Es wird heute ein bisschen knapp hier, glaube ich, mit aufbauen. Ich weiß nicht, ob man am Ende noch alles sehen wird. Ach, guck mal, hier habe ich eine kleine Bonusbeigabe. Hier ist nämlich auch ein schöner Sticker mit drauf. Und zwar von Kleine Küche, Bio-Haferkekse, Karotte und Kürbis. Und hier haben wir dann so einen kleinen Aufkleber. Ne? Stellen wir mal hier hin. Dann habe ich eine Flasche von Rabenhorst Basenballons mit Zink. Jetzt haben wir ein bisschen kleinere Sachen. Von Outdoor Freaks eine Bambus-Zahnbürste für Kinder. Da wäre es jetzt natürlich für mich jetzt sagen wir mal sinnvoll gewesen. Ich habe mehrere Kinder, weil ich jetzt sagen könnte, ich hätte mir die vielleicht zwei, dreimal mit reinpacken können. Aber das funktioniert da halt nicht. Aber ist immer nett zum Ausprobieren. Dann noch von Deutsche Seemanufaktur, Fischmanufaktur, Thunfisch in Sonnenblumenöl. Ja, hält, solange ich nicht dagegen stoße. Von Dr. Edgar Lovett, veganes Geliermittel. Da muss ich zugeben, genauso wie beim Thunfisch, also die beiden Sachen kenne ich schon. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so zum Probieren gewesen, sondern einfach, naja gut, ich hatte noch Platz in meinem Karton. Die Sachen waren gut oder sind gut. Und dann habe ich mir die einfach nochmal mitbestellt. So, jetzt
kommen hier noch ein paar Getränke. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen rumknistern. Und zwar nochmal Rabenhorst, Immunkraft, eine Flasche. Und das Schöne ist, wenn man bestellt und das ein paar Tage dauert und nicht unbedingt in die Bestellung wieder reinguckt, weiß man teilweise gar nicht mehr, was man bestellt hat. Zumindest mir geht das so. Ha, genau. Und zwar von Cybers Biermix Limes. Gab es auch mal irgendwie, ich glaube letztes Jahr war das in so einer Cashback-Aktion, da habe ich die probiert und ich fand die sehr lecker. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich jetzt nämlich von beiden Sorten, einmal Limes, genau, und die zweite Sorte, das ist nämlich Berries, jeweils zwei Flaschen. Das war nämlich dann so ein Doppelpack. Ach ja, ist noch was drin. Hätte ich jetzt beinahe schon ein Produkt übersehen. Aber erstmal hier. Ja, also die kann ich jetzt mal so ein bisschen in den Hintergrund stellen. Und nochmal den Berry Mix. So, und in einem, also die Flaschen sind auch immer hier richtig gut eingepackt. Hatte ich noch was? Und zwar, ach genau. Von Barilla habe ich noch ein Pesto mitbestellt. Und zwar Basilico Limone. Also auch noch, also normales Basilikum-Pesto, würde ich jetzt mal sagen. Und dann aber noch mit Limone, ein bisschen zitronig. So, jetzt werde ich mal den Karton hier auch ein Stückchen wegschieben. Denn mein Karton ist jetzt leer. Aber ihr seht schon, also für, ich habe jetzt wie gesagt ja nur 15 Euro bezahlt. Aber auch für 30 Euro kann man schon sich gut diesen Karton selber füllen. Natürlich nur, also ich habe auch ein paar Mal reingeguckt, da waren dann halt gerade zu dem Zeitpunkt viele Sachen für Hunde. Wir haben nun mal im Moment keine Haustiere, wo ich da gesagt habe, na gut, jetzt bestelle ich halt nicht. Aber jetzt waren halt wirklich viele Produkte, wo ich gesagt habe, ja, die können wir gebrauchen, die möchte ich gerne mal probieren. Und dann hat sich das natürlich gelohnt. Also, wenn ihr auch so seid, gerne mal neue Sachen probieren wollt, dann schaut da gerne mal rein, dann kann sich das für euch auch lohnen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Paket so findet, die Mischung so findet, ob das was vielleicht für euch wäre oder ihr sagt, na, wenn ich was Neues probiere, dann gehe ich lieber irgendwo in den Laden um die Ecke und gucke mir da was aus und suche mir dann eine Sache aus. Schreibt es mir gerne rein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!